Guten Abend. Hallo. Von wo sind ihr? Wie heißt ihr? Mein Name ist Hamza. Ich bin ein Libanon-Mann. Ich bin zwei. Bitte nicht lachen, respektiere bitte. Ich bin 2 Jahre in diesem Land. Ich komme von Libanon. Und ja, ich wohne in Zürich. Zürich, ja. Und arbeite Auto-Import-Export. Auto-Import-Export? Ja. Okay. Und was zeigen Sie uns heute Abend? Zeigen? Ja. Ich sing arabische Musik. Ja. Aber weil ich weiß, ich mache Michael Jackson. Michael Jackson? Ja. Aber ich ein langsam Musik. Entschuldigung? Langsam Musik. Langsam? Ja, ich nicht tanze so weit. Hamza, dann zeigen Sie mir, was Sie können. You are not alone. I am here with you. Don't sound me. Don't sing me. You are not alone. Den meint das nicht ernst. Den meint das nicht ernst. I am here with you. Nein, das ist doch lustig gemeint. Ist das kein Komödie? Weiterfahren! Ist nur mit! Just me! Warte bitte! Ja, Moment, aber nein, was ist nicht lachen bitte! Respektieren! Nein! Nein, warte bitte! Bitte Respektierung! Ich mache singen, hey. Nicht viele! Und I du machst respect. Dein. Bzzz. Warte eine Minute, dann du höre! Warte eine Minute! Nein, Respektierung bitte! Respektierung! Ich bin mal 10 Sekunden singe, weißt du? 10 Sekunden ich mache singe, du machst deine Biss. Vielleicht habe ich euch alle nur verarscht. Ich habe gelacht! Mach den Beat rein, Mann! Okay. And I feel like I'm running and I feel like I gotta get away, get away, get away. But then I don't, and I won't ever stop, cause I know I gotta win every day, day. See, they really, really wanna pop me. Just know that you will never flop me. And I know that I got beauty, the cocky. You were never gonna stop me. Every time I come a jig, I gotta set it, then I gotta go, then I gotta get it, then I gotta blow, then I gotta shut it. And then I jiggy diggy be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna da 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 da. Then I think about it, boom, about it, bing, I gotta do a lot of things, make clear to a couple niggas that are always winning, then I gotta get it again and again and again. Look at me now. Look at me now. I have the papers. Look at me now. Oh, look at me now. Was sagt er? Was sagt der Schweizer Pass? Fresh like a Schweizer Käse. So, hey, beruhigt euch, Mann. Alle ruhig. Spreche bitte, nicht mach her, bitte. Ich bin voll Rikate. Ich nicht. Ich bin voll Rikate. Ich will zuerst klarstellen, Blick, Entschuldigung, aber ich bin kein Rapper. Ich bin das, was man Comedian nennt. Ich bin 31, ich heiße wirklich Hamza Raya, ich bin wirklich Libanes, aber ich bin da geboren. Schwamme Dinge, Bruder. Ich bin einfach ein glücklicher Mensch und ich bringe gerne Leute zum Lachen. Sagen wir, ich gehe in irgendein Land, wo nicht Deutsch gesprochen wird. Amazonas von Brasilien, irgendwelche Uhren. Oder nehmen wir mal Bern, dort wird wahrscheinlich auch nicht Deutsch geredet. Sagen wir mal eben, das Wichtigste ist, dass man über sich selber lachen kann. Italiener da? Hey, stolze Italiener! Albaner da? Oh, stolze Albaner! Blick. Was sind die stolzesten Schweizer? Wer das ist, oder was? Ja, wer sind das? Wer sind die stolzesten Schweizer? Berner Denk. Die frisch eingebürgert worden sind. Yeah.
Hamza, vielen Dank für deine Performance heute. Ich glaube, du hast ein paar Jurykollegen von mir richtig, richtig Angst eingeflößt. Bruder, du musst sein korrekt mit mir, denn ich bin korrekt zu dir. Weißt du? die haben da richtig. Also, der Johnny da hat sich hier unter dem Tisch versteckt. Irgendwann also. Ja, du bist ein guter Beobachterblick. Ich war der Einzige, ich glaube, im ganzen Saal, der während dem Michael Jackson-Song schier versteckt ist vor Lachen. Ich habe den noch nie so originell gesehen. Und dann dachte ich, wir dürfen nicht auf den Würzschweizer, wir haben gerade ein schlechtes Gewissen. Dachte, wir haben über einen Libanesen gelacht, das darf ich doch nicht. Das hast du super gemacht, gut gespielt mit uns. Der Knaller. Also dann. Was mir gefallen hat, ich habe gehört von Humor und von Toleranz. Und es hat mir gefallen. Danke. Merci beaucoup. Susanne, du bist ein sehr schönes Produkt. Ich habe gedacht, wir können zusammen einen Joghurt essen gehen, mal eine Tat. Wir machen Sprechen über Beziehung. Ich gebe dich spazieren jeden Tag eine Stunde. Und ich gebe dich Fernbedienung von Fernsehen. Hamza, 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 Hamza. Ja, Baby. Ich stehe immer noch unter Schock. Ich dachte, du könntest mich abschlagen. Ah, nicht gedacht. Aber es hat mir noch gefallen, muss ich sagen. Es hat mir noch gefallen. Stark und starke Männer, ne? Das ganze Nummer hat den Leuten gefallen und das ist das Wichtigste. Ja. Sicher. Hamza, du weißt, wo ich aufgewachsen bin. Du weißt. Mit den Brüdern, genau. Wenn man in Schwammerdingen Oerlikon aufwacht. Aufwachst, dann hat man es viel mit Ausländern und Immigranten zu tun. Man wacht dort auf, man checkt den Humor, der ist aggressiver als der Schweizer Humor. Es wird zum Teil auch damit gespielt, das wissen die ganz genau, ich wissen, wie der Schweizer reagiert. Das hast du gekonnt ausgenutzt heute und ich sehe sehr, sehr viel Potenzial in dir. Danke vielmals. Also, wir gehen zum Ja oder Nein, Johnny. Ich habe noch nie so viel lachen in den letzten 6 Minuten, die ersten 4 extrem viel lachen. Das heisst natürlich ein Ja. Danke vielmals. Monsieur Gress. Für Humor und Toleranz sage ich auch immer Ja. Merci beaucoup. Du bist eine der grössten Überraschungen, die wir je gesehen haben. Und darum ein grosses Ja. Danke vielmals. Hamza, auf mich kommst du definitiv ein Yes rüber.